Hallo, Jochen Stanzl hier. Heute soll es um den Bitcoin gehen, der ja deutlich gelaufen ist, schon in den letzten Monaten in Erwartung einer Zulassung, die jetzt kommen könnte, eines handelbaren Produktes, börsenhandelbaren Produktes, eines ETF. Darüber möchte ich sprechen und möchte auch die Chartanalyse mal bemühen, um uns ein bisschen zu orientieren nach dieser starken Aufwärtsbewegung. Wie wahrscheinlich ist es da überhaupt, dass wenn dieser ETF kommt, dass eben die Rallye dann noch fortgeführt werden kann? Herzlich willkommen also zu diesem Video. Der Algorithmus von YouTube freut sich immer über einen Daumen hoch. Ich freue mich über ein Abonnement unseres Kanals. Vielen Dank schon mal dafür. Ja, der Bitcoin, einmal charttechnisch betrachtet, sind wir da jetzt in einer Situation, in der wir eine Bodenbildung haben. Eine Kerze steht in diesem Chart, den ich hier einblende, für den Preisverlauf von einem Monat. Und wir haben jetzt eben ein 1, 2, 3 Tief, einen Boden ausgebildet im Verlauf des vergangenen Jahres und haben eben diese starke Rallye dann in der zweiten Jahreshälfte des letzten Jahres gesehen. Und diese Rallye hat sich eben jetzt auch weiter fortgesetzt in den ersten Handelstagen dieses Jahres. Und da erreichen wir jetzt ein Kursziel, dass man aus diesem Boden, aus diesem 1, 2, 3 Tief, aus dieser Trendwende heraus ableiten kann. Zunächst einmal, wie kommt man eigentlich auf so eine Trendwende? Das ist ja für viele, dürfte das natürlich auch interessant sein. So eine Trendwende entsteht nun mal einmal dadurch, dass wir erstmal einen Abwärtstrend hatten oder in jedem Markt erstmal einen Abwärtstrend haben, der eben einen prominenten Tiefpunkt macht. Das war eben beim Bitcoin dann auch der Fall, dass der eben ein Tief gemacht hat. Und dann hatten wir eben die stärkere Aufwärtsbewegung in Richtung des Punktes 1. So eine Gegenbewegung kann zu diesem Zeitpunkt auch erstmal einfach nur eine Gegenbewegung sein innerhalb eines weiterhin intakten Abwärtstrends. Davon muss man zunächst einmal ausgehen. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich der Abwärtstrend fortsetzt, ist höher, als dass er sich nach so einer Gegenbewegung umkehrt. Da muss also für so eine Umkehr erstmal noch ein bisschen Arbeit getan werden in Form von Käufern, die dann wieder reinkommen müssen, bevor der Preis wieder das Tief unterschreitet. Er kann es auch fast erreichen, aber da muss zumindest ein bisschen eine Differenz sein. Der Ausgangspunkt, der absolute Tiefpunkt, der muss tiefer sein als der Punkt 2. Und der ist auch in Bitcoin gekommen, dieser Punkt 2, da sind wir ja gefallen bis zu diesem Punkt. Und ausgehend davon kamen dann wieder Käufer rein. Also wichtig, dieser Punkt 2 war dann der Punkt vorläufig erst einmal zu diesem Zeitpunkt, wo wir den erreicht hatten, wo wir eben kein tieferes Tief gemacht haben. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und das ist genau diese Arbeitsleistung, die die Käufer dann machen müssen, um eben eine Trendwende in diesem Markt hinzubekommen. Die Bestätigung dafür, dass es eine Trendwende ist, ist allerdings auch erst dann gesetzt, wenn der Punkt 1, der vormals gesetzt wurde, dieses Impulsende, dann überschritten wird. Dann haben wir mit einem Schlusskurs darüber dann den Punkt 3. Und das ist genau diese Trendwende. Hier hat sich der Abwärtstrend nicht fortgesetzt, sondern wir haben eben ein höheres Hoch gemacht nach einem Punkt 1, also ein 1, 2, 3 Tief. Und man kann jetzt den absoluten Tiefpunkt zu dem Punkt 1, die Preisdifferenz, messen und diese Preisdifferenz dann über Fibonacci-Extension nach oben verlängern. Dann hatten wir ein erstes Ziel bei der 61,8% Extension und hatten dann jetzt ein zweites Ziel, das wir jetzt erreicht haben, bei der 100% Extension. Und da kommen die Preise jetzt ins Stocken. Wenn man sich intraday das Ganze anschaut, dann sieht man, da gibt es immer wieder Versuche, darüber zu steigen. Solange wir da aber keinen Monatsschlusskurs, wir befinden uns hier ja im Monatskerzenintervall, solange wir keinen Monatsschlusskurs bekommen über der 100% Extension, ist auch das nächsthöhere Kursziel, das hier ableitbar ist, die 161,8% Extension, erstmal nicht zu erreichen. Es könnte sein, dass wir tatsächlich davon abprallen in Richtung der 61,8% Extension. Ein Schlusskurs per Monats, auf Monatsbasis darunter könnte uns dann wieder zurück zum Punkt 1 führen. Das ist erstmal so das grundsätzliche charttechnische Raster, in dem wir uns bewegen. Ganz kurzfristig ist ja sehr viel Unmut entstanden dadurch, dass eben der
X-Account von der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC gehackt wurde. Da hat sich offenbar jemand, der Zugriff auf die Handynummer hatte, wie auch immer das geschehen soll, hat da Zugriff gehabt auf den Account und hat eben gesagt, ja, alle ETFs sind zugelassen. Das war gestern. Nur eine Viertelstunde später hat die SEC dann offenbar wieder Zugriff gehabt auf den Account und hat diese Meldung wieder runtergenommen und hat dann eben gesagt, das ist eine Falschmeldung. Also nicht schön, der Bitcoin dann eben erstmal ein bisschen im Plus gewesen, dann wieder im Minus gewesen. Am Ende ist dann bis auf Späßen nichts gewesen, scheint jetzt eben zu letzten Prozent im Minus zu sein. Da eher ein bisschen Vorsicht, weil man eben jetzt eben auch ein hohes Kursziel erreicht hat. Und da ist es eben ein dickes Brett, das es zu bohren gilt. Da eben, wir sind jetzt am 10. Januar, wenn jetzt heute die Zulassung kommen sollte, dann eben die Kursgewinne über die 1,5%-Projektion hinaus bis zum Ende des Monats, wenn dann erst das Signal feststehen kann, zu retten. Also da würde man sich eben weit aus dem Fenster lehnen. Es wäre besser aus taktischer Sicht, wenn man eben uns, wenn wir uns jetzt befinden würden, vielleicht Ende Januar, es wären nur noch ein, zwei Handelstage und wir wären in diesem Bereich, dann hätten wir eben die Chance, mit ein, zwei positiven Handelstagen die 100%-Extension zu knacken und damit die Möglichkeit zu schaffen für eine Extension in Richtung 1,618. Jetzt ist es so, dass der ganze Monat noch vor uns liegt. Wir haben nur 10 Tage in diesem Jahr, 10 Tage in diesem Monat bisher. Und da kann noch vieles passieren. Insofern durchaus möglich, dass wir erstmal eine schwächere Notierung bekommen, aber das ist weiterhin auch einfach nur eine Mutmaßung. Man kann es aus den Charts nicht rauslesen, dass da irgendeine Art von oberer Trendumkehr da sein sollte. Schauen wir in den 4-Stunden-Chart, in den Tagesintervall, in den Wochenintervall und auch im Monatsintervall, ist der Trend im Bitcoin aufwärts gerichtet. Das ist reine Mutmaßung zu sagen, dass wenn der ETF jetzt kommt, dass es dann eben zu Gewinnmitnahmen kommt. Oft ist es ja so, dass die Börsen positiv oder sage ich mal erfolgreich oder zutreffend spekulieren. Und die Anleger, die das taten, die eben auf eine erfolgreiche Zulassung der ETFs spekulieren, die könnten eben dazu geneigt sein zu sagen, okay, jetzt die Spekulation aufgegangen, das Bitcoin-Halving, das wird erst so am 23. April erwartet. Bis dahin ist noch viel Zeit und auch bis zum Monatsschlusskurs ist charttechnisch noch viel Zeit. Also nehmen wir erstmal Gewinne mit. Das ist aber, wie gesagt, eine reine Mutmaßung. Man muss dann gucken, was wirklich kommt. Und wenn diese ETFs mal zugelassen sind, dann ist das ja auch ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil man hat ja in den USA über die meisten Broker die Möglichkeit, ETFs auch leer zu verkaufen. Das ist ja im krassen Gegenteil zu Deutschland. Da hat man das eben über die meisten Broker nicht, diese Möglichkeit, einfach sich ETFs zu leihen vom Broker, die dann zu verkaufen, günstiger zurückzukaufen im Optimalfall und dann diese ETFs wieder zurückzugeben an den Broker. Das ist in den USA möglich. Da hat man gegen eine Leihgebühr die Möglichkeit, eben physische Aktien und eben auch ETFs kann man sich ausleihen und dann Leerverkäufe tätigen. Also, das meine ich, das ist ein zweischneidiges Schwert. Diese ETFs sind nicht nur dafür da oder werden nicht nur dafür da sein, dass man den Bitcoin kauft, sondern da können auch sporadisch eben solche Verkaufsspitzen kommen, eben dadurch, dass man eben diese ETFs dann auch leer verkaufen können wird. Grundsätzlich mal sehen wir eben, dass in den USA die Kosten, also die Total Expense Ratio, das ist ja die Gesamtkost, die so ein ETF laufend produziert, für die langfristig investiert sind, spielt das insbesondere eine Rolle. Die wurden deutlich gekappt, 0,2% sind wir da zuletzt gewesen bei dem günstigsten Bitcoin Spot ETF, der in den USA gelistet werden soll. In Deutschland sind die Kosten, meine ich, beim günstigsten bei 1%, also beim Fünffachen. Und da wird man eben sehen, ob jetzt dann die deutschen oder die ETF-Anbieter, die hier in Deutschland solche Spot-ETFs bereits gelistet haben, da preislich nachziehen oder ob das einfach so bleibt. Also in den USA viel günstiger, da über Spot-ETFs den Bitcoin zu handeln. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen jetzt mit dem Kommentar beitragen dazu,
den Ausblick zu geben auf die aktuelle Situation, auch das, was kommen könnte im Rest des Monats im Bitcoin. Schaut euch jetzt dieses Video an, japanische Aktien, die haben jetzt gerade eine ziemlich starke Rallye. Warum? Schaut ihr euch, erfahrt ihr in diesem Video.